So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Ein Königreich für ein Lama. Ich habe natürlich mal wieder keine Ahnung, in welcher Folge wir uns befinden. Ist aber auch egal, denn in der letzten Folge musste ich ja leider, vor einer wichtigen, vor einem Schlüsselereignis musste ich ja leider den Part beenden, weil meine Internetleitung ja immer noch zu schlecht ist und ich dementsprechend die Parts nicht zu lang machen kann. Aber wir wollten uns den goldenen Cuscustein holen und das machen wir jetzt auch. Boom, Baby! Da haben wir ihn. Jetzt müssen wir den da einsetzen. Boah, ist das hässlich. Dann müssen wir den da einsetzen, damit wir in den Palast kommen. Ich glaube zwar, dass ich jetzt hinten noch irgendeine Tür... dass ich mit der Tür nicht reingegangen bin. Ich guck einfach nochmal. Schaden kannst nicht. Was denn hier? Ah, da kommen wir gleich rüber. Ja gut. Zwei Münzen. Das hat's gebracht. Okay. Gehen wir rüber. Und da haben wir den goldenen Cuscustein eingesetzt. Dementsprechend können wir jetzt in den Palast. Da sind wir drin. Stadt Kapitel 1 beendet. Ihr seht natürlich wieder nichts. Was soll das mit dem Äffchen und dem Käfer? Was ist denn mit mir? Die sinnvollste Sequenz, die ich jemals gesehen habe. Gut, zählt jetzt noch als Stadt, aber ist sozusagen der vordere Bereich des Palastes. Sonst wird man ja nicht mit einem goldenen Cuscustein reingehen. Und ich meine, schaut euch das mal an. Ne? Also, das Patscha. So, jetzt haben wir es in den Palast geschafft. Meine ich ja. Ja, aber wie du es hierher geschafft hast, ist mir schleierhaft. Oh, ich habe nur eine Abkürzung genommen. Tja, wenn du das nächste Mal eine deiner Abkürzungen nimmst, sag mir bitte vorher Bescheid. Aber sicher. Kein Problem. Der Eingang zum Thronsaal ist bewacht. Deshalb sollten wir versuchen, uns durch die königlichen Gärten hineinzuschleichen. Ich mag Gärten. Wahrscheinlich, weil sie mit Esswaren gefüllt sind, oder nicht? Er mag auch Züge, wenn sie mit Esswaren gefüllt sind. Speisewaren. Ziemlich flach, aber ich finde den gut. Okay, ja, jetzt kommt das ganze Zeug. Was steht heute zur Auswahl? Mal gucken, nicht, dass sie verschwinden wieder. Mit dem das ganze Zeug mit dem Zielscheiben abschießen. Was steht heute zur Auswahl? Das wäre jetzt ein bisschen lebensmüde gewesen. Ups. Noch ist es simpel. Aber da kommt noch was auf uns zu. Mal gucken erstmal. Am besten. Mann, komm. Ah, gut. Schon verstanden. Was steht heute zur Auswahl? Was steht heute zur Auswahl? So. Was steht heute zur Auswahl? Und von hier. Komm. Und da sind wir drüben. Vielleicht gibt es auch mehrere Kombinationen. Ich bin in solchen Denkspielen jetzt nicht der Beste. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Na, knappe Sache. Was steht heute zur Auswahl? Das erscheint jetzt wohl mehr als logisch. Da einfach die... Ah, okay. Einfach den Würfel hierhin zu verfrachten. Und da haben wir auch schon den Cuscustein. Mal gucken, wo jetzt überhaupt die Tür dafür ist. Ich habe hier gerade keine Ahnung. Was steht wirklich, heute ich bin aussagen. Überfragt, wenn es jetzt um sowas geht. Da, ein. Waren wir gerade nach links gegangen? Glaube ja. Also jetzt nach rechts. Wir waren nach links gegangen.
Daran erinnere ich mich noch ziemlich gut. Ich weiß so gerade nicht mehr, was man machen musste. Nehmen wir erstmal den Krug mit hoch. Booyah! Du sollst den Krug nehmen. Okay. Und darauf. Zack. So, okay. Dann schauen wir mal. Was passiert denn überhaupt? Gut, die Tür geht auf, aber wie kriegen wir den Krug darüber? Das ist jetzt die Frage. Die große Frage, wie kriegen wir den Krug darüber? Ah, gut. Das war jetzt nicht Sinn der Sache, aber da hochzukommen war schon ein Ansatz, ne? Nicht zu nah! Genau. Okay. Dadurch erscheint das jetzt alles einfach. Ich glaube, die schwersten Sachen kommen echt. Ja, gut, ich will jetzt nichts vorne wegnehmen. Bestimmt kennen einige von euch gerade schon. Kontrollpunkt! Jetzt kommen die Fallbeile. Nicht Fallbeile. Oh, was sage ich denn? Ich weiß gar nicht, wie die Dinge heißen. Okay. Auf geht's. Nicht zu nah! Erwischt er mich? Ich hätte nicht gerechnet. So ist's besser. Also nicht auf der Entfernung. Aber ist vielleicht so eine optische Täuschung wie bei Fußballspielen, wenn der Ball Richtung Seitenlinie fliegt, Richtung untere Seitenlinie. Und man das überhaupt nicht sieht. Und man denkt, der fliegt nicht nach unten, sondern nur seitlich. Aber ich hasse Fußball. Okay. Sehr kompliziert gerade. Oui! Oh ja, ich springe! Hopp, 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 hopp! Okay. Schrauben, Heilung, Schrauben. Ganz toll. Okay. Bullseye. Da hat er schon meine Nase gestriffen. Gestriffen oder gestreift? Ich glaube gestriffen. Da drüben ist eine Tür. Trick 17. Okay. Damit wären wir jetzt ein Stückchen weiter. Ich habe immer noch keine Ahnung, was uns erwartet. Wir gucken einfach mal, ne? Kontrollpunkt. Ey, weißt du, dass irgendwann noch so eine Art Labyrinth kommt in Form von, naja, mehr so Straßen, aber kann man jetzt auch irren. Nimm das! Oder so eine Art Gebäude. Ich weiß es gerade nicht, wie ich das beschreiben soll. Wir werden es ja sehen. Das meinte ich hier, glaube ich, sogar. Bin mir gerade aber nicht sicher. Jetzt juckt mein Arm. Ist unglaublich. Unglaublich. Eine Zeittür. Nimm das! Bam. Erstmal zurechtfinden, ne? Ja, das hier meinte ich. Boom, Baby! Das wusste ich noch, dass hier sowas kommt. Oh Mann, da will man sich gerade kratzen, boom, denkt, es passiert nichts und dann geht man um die Ecke und da wird man gleich mit einem Dreizack wieder geprügelt. Wie sind die denn? Schaut mal. Diese Wand ist so dünn, dass sogar ein Lama durch sie durchbrechen kann. Das ist ja diese unterschwellige Sache, der war in den Dialog. Wirklich? Nur gut, dass hier keine Lamas angreifen. Ja, es könnte sich lohnen, das noch einmal zu wiederholen.
Gute Idee. Hoffentlich spielt kein Lama mit dem Gedanken, durch diese Wand durchzubrechen. Bescheuert. Gut, muss ich da irgendwie mit Full Speed durch. Geheimnis. Ein Kuskostein, wunderbar. Dankeschön. Aufladen und weiter geht's. Und Schluck trinken. Die Stimmbänder ölen. Brauchen wir wieder zwei. Mann, Mann, Mann. Ja! Lecker! Hui! Oh ja, ich springe! Hopp, 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 in die Hopp! Komme ich darüber, ist die Frage. Müssen wir mal schauen? Ich versuche mal einen anderen Weg zu finden. Von hier bin ich gekommen, ne? Aber das war echt gut im Dialog. Es würde sich lohnen, das noch einmal zu wiederholen. Kein Lama! Hier war ich nicht. Wusste ich es doch. Es war kein Trugschluss. Ist da oben rechts? Das ist auch eine gute Frage. Schauen wir erstmal weiter. Noch eine Wand. Es wäre gut gewesen, wenn hier nochmal gestanden hätten. Hoffentlich spielt kein Lama mit dem Gedanken, auch durch diese Wand zu brechen. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Da haben wir wieder so einen netten Kollegen. Nimm das! Poseidon! Wurf nicht zu nach! Ist so knapp. Lecker. Gleich nochmal. Jetzt, wo ich das alte Headset benutze, fangen meine Ohren wieder an weh zu tun. War früher nicht so. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich jetzt entweder ein anderes Headset benutzt habe oder generell in letzter Zeit weniger eins aufgehabt habe, sondern mehr mit Lautsprechern gehört habe. Müssen wir da hin? Da rum? Macht es dann noch komplizierter. Also logischerweise muss jetzt da auch irgendwo der nächste Kuskostein sein. Zack. Oh, ich muss gar nicht den Part beenden. Da ist er. Kontrollpunkt! Wisst ihr was? Das mache ich jetzt einfach mal. Ich beende hier den Part und stürze mich dann in alter Frische in der nächsten Folge hier ins Geschehen. Würde dann sagen, danke fürs Zugucken, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.